Die Häuser werden wir jetzt ausschneiden oder die Wände werden wir ausschneiden für das Steinhaus. Das erste, was wir jetzt einmal machen werden, aus so einer halben Zentimeter Styrodurplatte, die habe ich einfach aus einer 3 Zentimeter Styrodurplatte, habe ich mal 10 Zentimeter geschnitten und dann habe ich ebenso 5 mm Blätter gemacht daraus. Das dürfte ungefähr gut hinkommen für die Hauswandstärke. Ich habe jetzt einmal alle Wände, die ich eben vorher auf diesem Papier geplant habe, hier einmal aufs Styrodur eingezeichnet. Jetzt werden wir die schön ausschneiden und dann haben wir mal die Wände und schauen wir mal, wie wir die zusammenkleben schon oder ob wir noch warten. Ich muss dann ja auch noch die Fenster und die Löcher für die Tür einschneiden. Ja, auf jeden Fall schneiden wir das jetzt einmal aus und dann haben wir mal die ganzen Wände. Ja, da haben wir jetzt die ganzen Teile fürs erste Haus. Als nächstes kommen jetzt, ich habe da gestern nochmal Türen ausgedruckt und verschiedene Fenster. Ich zeige mal ein paar. Muss ich mir jetzt noch ein paar raussuchen. Da ganz schmale, die doppelt verwendet werden könnten. Ja. Noch kleinere habe ich da sogar noch gemacht. Oh, ja, aber auch in der Größe. Und dann habe ich auch so viereckige. Also diese verschiedenen Fensterarten habe ich gestern noch ausgedruckt. Dann werden wir uns jetzt dann schauen, welche uns dann passen und welche wir verwenden werden. Und wir werden jetzt einmal schauen, eben am besten das irgendwie so, haben wir vorgestellt, das drauf zu drücken, damit ich sehe, okay, da müssen wir das dann ausschneiden. So haben wir das dann vorgestellt. Und ja, und dann schneiden wir mal die ganzen Fenster und eben die Türe aus und setzen wir die mal ein. Vielleicht malen wir sie vorher noch an und dann erst werden wir anfangen, das Gebäude eben schön langsam eben zusammenzubauen. Ihr seht, ich habe die Tür habe ich müssen ein bisschen einzeichnen und so sieht man es. Die habe ich müssen einzeichnen. Fenster drücke ich einfach so drauf, dann weiß ich, okay, so groß ungefähr muss ich ausschneiden. Und ich zeige das jetzt beim Fenster. Schneide da eben nicht ganz am Rand, ganz knapp, eben mit dem Stanley ein bisschen hinunter. Eine schöne Gerade. Das mache ich jetzt rundherum. Zuerst eben vorsichtig, nicht weit hinein. Gerade, dass einmal ein Schnitt ist und eine Führung. Und dann schneiden wir ein bisschen tiefer. Schön gerade. Dann müssen wir auch von der anderen Seite ein bisschen schneiden. Damit auch da halbwegs durchgeht, dann dreht man das Ganze um. Dann sieht man da eh schon, wie es ausschaut. Schneidet das noch ein bisschen nach und hat da jetzt dann eh schon die Linien vorgegeben. Drückt das nach hinten weg, das geht dann da schön raus, dann haben wir das Loch und dann kann man im Prinzip schon schauen, ob das reinpasst, indem man das da schön reindrückt. Und das sollte eben nicht durchflutschen, sondern sollte schön halten
Und das tut es da auch. Das ist jetzt nicht so die schwere Arbeit. Also, wir haben wir da jetzt einen ganzen Karton mit 60 Farben haben wir verschiedene zugelegt. Ja, heißt zwar die Army Painter Wargames, dafür verwende ich es nicht, mache keine Kriegssachen. Aber die Farben kann man ja für andere Sachen auch brauchen. Da hat man mal grundlegend sehr viele Farben, die man verwenden kann, dann auch für die Figuren, die man vielleicht selber bemalt. Also ich möchte sie selber bemalen. Und habe jetzt auch da schon die Weiß herausgenommen, weil ich die Türen und Fenster für mein Haus in Weiß bemale. Da waren auch gleich diese Kugeln dabei, die man eben da hineingibt. Ich werde mir da ein bisschen Papier zur Hilfe nehmen, damit ich mich nicht ganz gleich wieder anmal. So. Und dann gibt man eben so eine Kugel da hinein. Jetzt noch aufpassen, dass wir da jetzt nicht alle durcheinander fliegen. Da. Die waren eben bei diesem Paket dabei, übrigens das habe ich selbst gekauft. Nimmt sich da so eine Kugel heraus, gibt die herein. Weggeben. Dann tun wir wieder mal den Stoppel rauf. Passt. Und die Kugel soll jetzt bewirken, dass beim Schütteln eben wirklich die Farbe, die Pigmente auch eben schön durchgeschüttelt oder vermischt werden, besser ausgedrückt. Dann habe ich mir eben zu diesem, auch diesen Halter gekauft, wo man eben das Stück, was man hin anmalen möchte, raufgibt. Hier seht ihr schon einen Teil, den ich geklebt habe vom Haus. Ja, meine Pinseln habe ich ja eh. Da brauchen wir jetzt nicht so einen dünnen Pinsel, weil wir da eh genug, also wir alles anmalen wollen. Und dann haben wir da so ein Papier, das hat sich leider immer verrollt. Jetzt habe ich das einmal unter ein Buch gegeben, in der Hoffnung, dass das eben jetzt da nicht mehr verrollt. Was jetzt nicht so ausschaut. Oder? Ja, ich tue da einfach jetzt einmal was drauf, damit das nicht verrollt. Ihr seht ja auch eben, da kann man eben die Pinsel raufgeben, wenn man sie gerade nicht braucht. Und da kann man eben jetzt da auf Farbe mal, die man braucht, drauf geben. Und da könnte man jetzt natürlich auch verschiedene Farben drauf geben und mischen. Dafür ist dieses Papier da gedacht. Wir brauchen da jetzt nur ein mattes Weiß und werden diese eben weiß anmalen. Das ist einfach unten ist ein Magnet, der das haltet. Man kann es eben auch in die Hand nehmen. Und man gibt das auf seine Knetmasse rauf, drückt das hinein. Ist natürlich bei größeren Dingen oder Figuren vielleicht leichter. Und dann beginnt man einfach zu malen. In dem Fall eben mache ich eben das erste Fenster einmal weiß. Ich werde jetzt das so machen, ich werde die ganzen Fenster, die Türen einmal weiß anmalen. Bei dem Haus sollen sie weiß sein. Ich werde sie auch schon hineinkleben, bevor eben ich beginne mit der Struktur
Einfach aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, bei Manten habe ich nicht so genau geschnitten. Da muss ich sowieso ein bisschen noch mit Spachtelmasse ein bisschen helfen. Aber auch, ich muss die Steinstruktur ja auch dem Fenster gemäß richtig anlegen. Und deswegen mache ich das vorher. Das ist mein Fazit bis jetzt. Ja, man braucht sehr wenig Farbe. Aber natürlich, ich habe es jetzt, wie ihr sehen, dass ihr sehen könnt, zweimal übermalen. Es muss noch ein drittes Mal übermalen werden, damit das richtig das Grau verschwindet. Nehmen wir mal an, dreimal, vielleicht sogar viermal. Es trocknet die Farbe relativ schnell, was ja vom Vorteil ist. So hier am der Tropfen jetzt nicht, aber auf der Fläche dann schon. Was das betrifft, das ist ganz offensichtlich für die kleinen Dinge nicht geeignet. Da größere Dinge wird da schon passen, aber die kleinen Dinge, die halten nicht genug, damit man malen kann. Und deswegen habe ich das mit diesen Haltepinzetten gemacht. Ja, und ja, man, dass da ein Pinselhalter ist, das ist natürlich schon klasse. Das sind so zurzeit meine Erfahrungen damit. Okay, das Papier lässt da jetzt keine Feuchtigkeit durch, das ist gut. Drunter eben ist so ein Schaumgummi. Schauen wir mal, ob es dann mit dem dritten Aufstrich, ich warte jetzt ein bisschen länger mit dem Trocknen, dann soweit ist. Ich glaube schon, dass das vom Vorteil ist, wenn die Kugel da drinnen ist. Man merkt, dass sie hin und her geht. Und natürlich werden dadurch die Pigmente und das ganze Farbe wahrscheinlich sehr gut durchgemischt, was vom Vorteil ist. Ja, soweit einmal bis jetzt, was eben diese Farben von Army Painters, Wear Paints eben betrifft. Bis jetzt die Erfahrung. Ja, was das Pinsel auswaschen betrifft, ja, die Farbe geht schön weg. Ganz besonders, wenn man dann mit einer pH-neutralen Seife oder Künstlerseife eben das wäscht, was ich mache. Ich habe so eine Künstlerseife mir besorgt und ja, die Pinsel sind wirklich sauber geworden. Jetzt habe ich sie zum dritten Mal weiß gemahlen, eben mit dieser weißen Farbe von die Army Painter. Ja, jetzt passt es mit der Farbgebung, also auch jetzt ist ziemlich gedeckt. Ich habe jetzt nicht probiert, noch mit einer normalen Acrylfarbe das zu machen, ob die besser deckt, beziehungsweise ob da nur ein Anstrich oder vielleicht nur zwei Anstriche notwendig sind. Und für sich, ja, okay, sind halt drei Anstriche notwendig. Das müssen wir jetzt nochmal trocknen lassen und dann setzen wir sie eben in die Wände schön ein und dann geht es eh schon, teilweise klebe ich eh schon zusammen, wie ihr sehen könnt, die Wände, und soll das Haus ein bisschen in Form